So, und da bin ich mal wieder in dem Areal meines geliebten Karnak-Tempels. Und mit Erschrecken stelle ich natürlich fest, dass wieder viele Geschäfte geschlossen haben. Man merkt also sehr wohl, dass die Touristen fehlen und damit auch der Umsatz. Das ist genau der Anblick, den ich liebe. Er macht mich glücklich, aber auch zugleich traurig. Denn wenn hier keine Menschen sind, sagt mir das eindeutig, dass es Probleme in diesem Land gibt. Das Land ist zurzeit genauso kaputt wie dieser Vorplatz. Also ich habe bestimmt erlebt, dass der schon 6, 7, vielleicht sogar 8 Mal repariert wurde. Teilweise sogar total alles abgerissen und total alles neu wieder verlegt. Aber es dauert nicht lange und alles ist wieder kaputt. Und so kommt mir das manchmal hier bei dieser Regierung vor. Egal, was auch immer für Entscheidungen getroffen werden, das Land wird nicht besser, es wird immer kranker. Also, so alleine wie hier hat nur die Zeit nach der Revolution übertroffen und dann nochmal im Jahre 2015 und schließlich nach Corona. Dieses Mal sind im Säulensaal große Rekonstruktionen. Also man kann das sehen, es ist überall ein Gerüst oder irgendwelche Baumaterialien liegen rum. Teilweise wird also auch abgebrochen und dann entsprechend verputzt. Und am Ende dieser Flucht sieht man also auch den bunt bemalten, die bunt bemalte Säule. Und so sollen die ja alle hier entsprechend umgestaltet werden. Schon seit einigen Jahren zeichneten sich Setzungserscheinungen in der Pflasterung des großen Säulensaales ab. Also diese Rekonstruktion war schon lange fällig. Ich habe bis jetzt 5 deutschsprachige Reisegruppen gesehen. Nicht allzu groß, aber immerhin, ich denke mal, die kommen vom Schiff. Und jetzt bin ich wieder hier hinten im Freilichtmuseum. Und dort hat sich auch einiges getan. Und vor allen Dingen steht jetzt wieder der Kran hier hinten. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wieder irgendwelche Stücke zusammengesetzt werden. Und ich gucke mir das gleich dann mal an. Ich hatte in einem anderen Zusammenhang schon mal darauf verwiesen, dass dieses Bauwerk mal mitten im Tempel stand. Dann verbaute man das in den Pylon als Füllmasse und nun hat man es hier draußen wieder zusammengesetzt. Allerdings, wie ich erkennen muss, haben die Farben in letzter Zeit erheblich gelitten. Also ich habe selber noch Fotos, da sind die Farben sehr schön, aber manchmal sieht man sie ja kaum noch. Dem Erfinder dieses Freilichtmuseums möchte ich heute nachträglich noch danken. Dieser Ort ist so fantastisch, dass ich mir immer denke, und wenn ich alles Geld dieser Welt hätte, ich würde es dafür opfern, an dieser Stelle mal begraben zu werden. Nicht, weil ich besonders religiös bin, sondern weil dieser Ort so wunderschön ist, so viel Ruhe ausstrahlt, so viel Frieden und Geborgenheit. Ich glaube, das findet man kaum nochmal an anderer Stelle. Das nutzte natürlich früher die Priesterschaft und besonders hohe Würdenträger hatten die Ehre, dass sie durften in den Tempelgarten begraben werden. Das sieht man besonders bei Medinet Habu und da will ich ja diese Tage auch nochmal hin. Durch den neuen Umrechnungssatz zu Dollar und Euro haben sich natürlich die Eintrittspreise auch erhöht. Am Ticketschalter sind jetzt 450 ägyptische Pfund zu bezahlen, was den Touristen sogar noch eine Ersparnis von ungefähr 10% einbringt. Die Einheimischen zahlen einen ganz anderen Preis, damit es ihnen überhaupt möglich ist, die Tempelanlagen zu besuchen.
Und wenn man sucht, findet man immer mal wieder was ganz Besonderes. Hier ist zum Beispiel ein Pfeiler, der ist nie fertig geworden. Also man sieht, die haben hier angefangen zu arbeiten, dann wurde der hier unten geglättet und dann war irgendwann mal Feierabend. Wenn man ein bisschen abseits der Wege geht, und das setzt natürlich voraus, dass nicht gerade Wachpersonal in der Nähe ist, und ich sammle ja weder Antiken noch sonst was, und ich achte jeden Stein, der auf der Erde liegt, dann sieht man erstmal, wie viel Gelände hier noch unausgegraben ist. Und Hawass hat nicht umsonst mal gesagt, es wird noch über Generationen gehen, bis man so viel ausgegraben hat, dass man hofft, alles gefunden zu haben. Wenn man sich mal die Zeit nimmt, vorausgesetzt, man würde die haben, als Einzelreisender hat man sie in der Gruppe sicher nicht, und schaut sich mal das Gelände an und das riesengroße Areal des Karnak-Tempels, das heißt also des Amun-Tempels von Karnak, dann stellt sich immer wieder die Frage, und ich habe auch schon verschiedene Anfragen erhalten, wo haben denn eigentlich die Bediensteten gelebt? Und ich will nachher mal zu einer Stelle gehen, mal sehen, ob ich da hinkomme, wo man hat also erste Siedlungsreste gefunden. Hier sieht man ganz deutlich, dass mal hier eine Mauer ging und auf der anderen Seite wird die fortgesetzt. Vielleicht stand hier auch mal ein kleiner Pylon dazwischen. Aber wie gesagt, hier gibt es also noch über Generationen was zu tun. Und da lassen wir uns bestimmt mal davon überraschen, was hier noch kommt. So, und das ist die Mauer, auf der ich gerade oben war. So sieht die jetzt von unten aus. Und das hier ist das Gegenstück. Und was immer das getrennt hat, es wird sich irgendwann mal zeigen. So, jetzt bin ich hier am Tor angekommen, wo das letzte Mal ein Wachmann stand, weil sich dahinter mal der Sonnentempel von Echnaton befunden hat. Aber für mich ganz günstig ist hier drüben der Unterstand. Und da setze ich mich jetzt mal rein und trinke mein Wasser. Auf der linken Seite, neben dem Tor, befindet sich die Osiris-Kapelle. Und wenn ich mal hier in meinen Unterstand mal gucken will, dann merke ich, dass das hier also nicht das Feinste ist, aber zumindest ist am Verschall. Dass sich hier in dieser Ecke was Neues befindet, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und dann bin ich mal hier hinten hingestiegen, um mal zu sehen, es soll sich angeblich um Handwerkersiedlungen aus der Zeit des Tempelbetriebs handeln. Dieser gepflasterte Weg erinnert ein bisschen an die Prozessionsallee, also sprich an die Sphinxallee, die zwischen Karnak-Tempel und Luxor-Tempel ist. Und ich bin mal gespannt, wenn das alles ausgegraben ist, wie lang sie ist und von wo nach wo sie geht. Wenn ich mir diese Straße ansehe, dann hatte die eine höhere Bedeutung. Und ich will nicht zu viel mutmaßen, aber ich vermute stark, dass die mit dem König Echnaton zusammenhängt und von seinem Sonnenpalast in Richtung Mut-Tempel führte. Aber da werde ich wohl noch mal genau mich mit dem Thema beschäftigen müssen. Also jetzt sehe ich, dass sich der Weg hier hinter gelohnt hat. Denn ich bin an der Stelle, wo ich hin wollte. Und da war auch gerade noch ein Schakal, war hier noch abgehauen. Aber leider sind die ja sehr scheu. Und der hat mich gehört. Und dann sauste der dort hinten in die Büsche rein. Ich habe immer das große Glück, dass ich in dem Moment, wo Schakale oder sonst was kommt, ich immer gerade die Kamera nicht zum Fotografieren bereit habe. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich jetzt erstmal an Ort und Stelle bin, wohin ich wollte. Wenn man bedenkt, dass das Gebäude waren, wo sich Menschen aufgehalten haben, jetzt mal egal ob Wohnräume oder Handwerkerräume, dann sieht man erstmal, wie klein die sind. Tausende von Jahren war hier mehr oder minder die Zivilisation, dann kam die Natur zurück
und die Natur hat alles erobert. Und jetzt kommt wieder der Mensch zurück in Form von Ägyptologen, von Arbeitern, die hier ausgraben und. Und was geschieht? Der Müll der Zivilisation kommt sofort mit. Und dann sieht das so aus. Und das ist nur eine kleine Stelle. Mehr will ich gar nicht zeigen, denn hier gibt es Ecken, die sind sowas von katastrophal, dass sich eigentlich jeder schämen müsste. Warum um alles in der Welt, stelle ich mir die Frage, muss der Dreck jedes Mal an Ort und Stelle liegen gelassen werden? Es fehlte doch nicht viel, einen Beutel zu nehmen, allen Mist einzupacken und den, wenn Feierabend ist, wieder mit zurück ins Lager zu nehmen. Frau Baerbock und Herr Habeck, die geilen sich auf und möchten am liebsten, dass Deutschland null Emissionen macht und andere Länder, die produzieren einen Dreck und schmeißen den in die Natur. Da wäre es mal wichtig, Frau Baerbock mal hinfliegt und mal dort an Ort und Stelle mal ein paar Worte redet. Aber das wäre ja nicht so toll für sie, da müsste sie sich ja mal andere Schuhe anziehen und vielleicht mal in der Wildnis ein Stück spazieren gehen. So, nach 3 Stunden Wanderung durch den Karnak-Tempel, da lege ich mal eine kurze Pause ein und vor allen Dingen, was besonders toll ist, einen Schluck vom guten Kakadee zu trinken, der heiß und kalt wunderbar erfrischt. Aber das nur so mal als Eigenwerbung für meinen Kakadee, dem ich Internetshop anbiete. Ja, hier ist es natürlich wieder unheimlich still, ganz einfach aus dem Grund, weil wenn hier die Leute kommen und sehen, dass hier alles leer ringsrum ist, dann gehen die natürlich wieder raus, so nach dem Motto, wo nicht viel Volk ist, gibt es auch nichts zu sehen. Und gerade das sind die besonders schönen Ecken, wo man vieles sich anschauen kann, ohne von jemandem gestört zu werden, der gerade durchs Bild läuft. Jetzt kommt hier gerade eine Reisegruppe. Und jetzt wäre ja das hochinteressant, wenn die würden mal erklärt bekommen, was das hier alles ist. Denn es handelt sich ja hier um das Tor der Bubastiden und wer überhaupt die Bubastiden waren und. Aber wie bei Reisegruppen üblich, saust natürlich der Reiseleiter vorneweg und ohne ein Wort der Erklärung geht es hier durch das Tor wieder rein. Und alle waren im Karnak-Tempel und haben bloß die Hälfte gesehen, wenn überhaupt. So, und jetzt stehe ich hier vor dem 8. Pylon. Das ist der, der von der Königin Hatschepsut errichtet wurde. Die Bauarbeiten sind wahrscheinlich bis zum Herbst eingestellt, wenn es also dann wieder etwas kühler wird. Und mal sehen, was dann an Neuem an diesen Figuren erfolgt. Wenn wir uns heute den Karnak-Tempel anschauen, dann schauen wir eigentlich von hinten auf die Zeit, die mal war. Denn der Pylon, wo die Hatschepsut jetzt erneuert wird, das war der letzte. Und das, was hier vorne steht, der 9. Pylon, ist erst von Haremhab gebaut worden. Und der kam erst nach der Amarna-Zeit zurück. Das ist auch so ein Zeitzeuge von der wirklichen Tempelmauer. Aber die kam ja auch noch viel später. Und im Neuen Reich kam es dann zum Bau des Hunstempels, denn auch die Ramesiden kamen alle erst nach der Amarna-Zeit. Und nun besuche ich mal wieder meine liebe Sphinxallee. Und wie ja zu erwarten war, ist natürlich auf dieser Strecke kein Mensch unterwegs und wenn es noch wärmer wird, heute sind 38 Grad und im Hochsommer vielleicht 45 bis 50 Grad, da wird erst recht niemand die Sphinxallee entlang laufen. An diesem Hügel, wo einst mal noch die Wohnbebauung stand, hat man auch nicht weiter gearbeitet. Aber man sieht sehr wohl, dass hier im Vordergrund alte Bauten stehen. Und es kann möglich sein, dass also unter der gesamten Strecke dort sich ebenfalls Bauwerke der Beschäftigten des Tempels befinden.
Mit sehr viel Geld wurden diese Unterstände als Sonnenschutz für die Touristen errichtet, was ja eine tolle Idee war. Dazu kommt noch aus Holz, was es ja in Ägypten kaum gibt. Alles muss importiert werden. Aber wenn man nun mal genau hinschaut, sieht man, dass eigentlich alles schon wieder verkommt. Überall ist der Dreck, überall liegt Müll rum. Und was einmal runtergefallen ist, bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach auch liegen. Und man beachte bitte den Zigarettenabfall. Der kommt garantiert nicht von Touristen, sondern von den Wachmännern, die sich hier in den Schatten zurückziehen. Aber irgendwie den Dreck, den man macht, selber zu entsorgen, das haben die bis heute noch nicht gelernt. Und dann treffe ich auf ein Konstrukt, das ist nicht etwa ein Unikat, sondern fast beinahe schon zum Regelfall im Karnak-Tempel geworden. Es handelt sich dabei um Mülltrennung, gut gedacht, schlecht gemacht. Aus Gründen der Bequemlichkeit wurden die Deckel ganz einfach nach oben gedrückt, sodass also diese Mülltrennung nur absurdum geführt wird. Und so begebe ich mich wieder auf dem Rückweg, war wieder mal im Karnak-Tempel, es hat mich alles sehr gefreut. Und dabei sehe ich noch im südlichen Orgetes-Tor, dass direkt im Tor eine wunderschöne Bemalung ist. Und jeder kann einmal den Vergleich antreten für die Arbeit der alten Ägypter mit unserer heutigen Rekonstruktion im Vestibül des zweiten Pylons. Tschüss Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal.